Hi, hier ist Lukas von Birdie Train. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist hier auf unserem Kanal. Solltest du neu sein, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns unterstützt und unseren Kanal abonnierst. So verpasst du auch kein weiteres neues Video mehr. Hinterlasse für dieses Video doch auch gerne einen Kommentar, wenn du Fragen oder Anregungen hast, und auch gerne einen Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, auf jeden Fall schwitze ich relativ extrem. Es ist unglaublich heiß hier drin, es ist draußen extremst heiß und die ganzen Geräte, die wir jetzt hier aufgebaut haben im Raum, machen es nicht gerade kühler. Es ist unmöglich, nicht zu schwitzen. Dementsprechend bitte ich das zu entschuldigen, wenn man das auf der Kamera oder auf dem Video eben sehen sollte. Nichtsdestotrotz fangen wir direkt an mit dem Video. Es geht darum, wie sich das linke Bein im Schwung verhalten sollte. Das linke Bein, die richtige Bewegung des linken Beines, hat einen enormen Einfluss darauf, auf die Qualität deines Rückschwunges, deines Abschwunges, dementsprechend deines Treffmomentes und dementsprechend, wie gut du die Bälle triffst. Und um dir dabei zu helfen, das zu verbessern, fangen wir jetzt auch direkt an. In der Ansprechhaltung bitte ich dich, bei deinem vorderen Fuß, also deinem linken Fuß als Rechtshänder, diesen etwas aufzudrehen. Das erhöht deine Freiheitsgrade und auch das linke Knie etwas leicht nach außen zu drehen. Im Rückschwung sollte es nun so sein, dass das linke Knie nach vorne innen arbeitet, also praktisch Richtung Ball nach vorne arbeitet und auch nach innen arbeitet. Das sorgt nämlich dafür, dass die Hüftdrehung aktiviert und überhaupt möglich gemacht wird. Würdest du nämlich dein linkes Knie, dein linkes Bein total auf der Stelle lassen, wie eine Ansprechhaltung, dann wäre es nicht möglich, dass ich die Hüfte drehe. Und wenn die Hüfte überhaupt nicht drehen kann, ist es unmöglich, dass der Oberkörper sich optimal verhalten kann im Rückschwung und du dementsprechend schon Probleme kreierst, die du sehr wahrscheinlich im Abschwung kompensieren musst, wenn du sie überhaupt kompensieren kannst. Und um das zu verhindern, wie gesagt, das linke Knie kommt im Rückschwung nach vorne innen. Aus dieser Position nun am Ende des Rückschwunges sollte es so sein, dass das linke Knie sich möglichst schnell wieder Richtung Ziel öffnet. Das linke Knie, also es fühlt sich so an, wie dass das linke Knie sehr schnell der vorderste Punkt praktisch ist. Fast über den Fuß, je nachdem, wie weit man ihn aufdreht. Aber sehr schnell sollte es, wie gesagt, so sein, dass das linke Knie der vorderste Punkt ist. Das sorgt dafür, dass du eine Drehung sehr gut initiierst, dass du den Druck möglichst gut sehr früh auf den linken Fuß bekommst und dass du die Bodenkräfte auch sehr gut nutzen kannst, die dann entstehen. Also aus dieser Position, wie gesagt, solltest du sehr schnell spüren, dass das linke Knie sich öffnet und zum vordersten Punkt wird. Zu häufig sehen wir bei Spielern, dass das linke Knie praktisch innen bleibt und dementsprechend kann man kaum drehen. Man kann, wenn überhaupt, nur nach vorne schieben. Ein gewisser Teil des Schiebens, also ein gewisser Teil der seitlichen Bewegung, ist auch notwendig, aber es muss eben auch zu einer Drehung kommen, zu einer günstigen Druckverlagerung. Und das bekommst du nur dann hin, wenn du es zulässt, dass das linke Knie aus dieser nach innen gekommenen Position sich möglichst schnell wieder nach vorne arbeitet. Wenn du das nun geschafft hast, mit Beginn des Abschwungs, dann hast du jetzt alle Voraussetzungen geschaffen, dass sich das linke Bein ins Finish hin sehr kraftvoll strecken kann. Teilweise strecken Spieler sich so stark, dass das linke Bein zu einem in der Treffphase oder kurz nach dem Treffmoment richtig vom Boden sich abhebt. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Wäre jetzt aber auch nicht schlimm, wenn es dazu käme. Aber auf jeden Fall kannst du eben diese Position nun optimal nutzen, um dich maximal kraftvoll zu strecken. Dieses Strecken hat sehr viele positive Effekte, unter anderem auf jeden Fall auch auf die Geschwindigkeit. Du kannst den Ball deutlich länger schlagen, wenn du dich eben sehr gut dann streckst. Ganz wichtig ist aber, dass du eben das mit Beginn des Abschwungs gut vorarbeitest und die richtigen Voraussetzungen schaffst, denn es gibt auch Spieler, die das linke Bein zu früh strecken, dabei zu wenig Drehung haben und dann andere Probleme bekommen, Kontaktprobleme und Richtungsprobleme bekommen. Also es geht nicht darum, das linke Bein so früh wie möglich zu strecken. Wenn du das extrem früh im Abschwung streckst, wie gesagt, kannst du dich nicht mehr gut drehen und bekommst Probleme mit der Richtung und der Kontaktqualität.
Mit Beginn des Abschwungs geht dein linkes Knie nach vorne. Der Druck geht komplett auf den oder sehr stark auf den linken Fuß. Und dann kannst du dein linkes Bein in die Treffphase und ins Finish extrem kraftvoll strecken. Und in der Einstellung ist es dann so, dass es sich so anfühlt, dass du fast komplett auf dem linken Fuß stehst. Den rechten Fuß kann ich eigentlich, könnte ich theoretisch sogar vom Boden abheben. Da ist gar kein Druck mehr drauf. Und ich komme in diese sehr schön gestreckte Position auch des Rumpfes, der Wirbelsäule. Und das hat eben der linke Fuß definitiv mit vorbereitet. Damit du jetzt nicht nur theoretisch weißt, wie sich das linke Bein im Schwungverlauf verhalten sollte, sondern du auch eine praktische Übung mit an die Hand bekommen kannst, wie du das in deinen Schwung implementieren kannst, würde ich dich mal bitten, entweder hier zwei größere Ballkörbe zu nutzen oder einen größeren Ball oder sonstiges, was du zwischen die Knie einklemmen kannst. Und das Ziel ist es nun, im Rückschwung dieses Objekt weiterhin eingeklemmt zu lassen und im Abschwung, mit Beginn des Abschwungs, dieses Objekt zu verlieren. Sieht dann so aus, also im Rückschwung lasse ich es eingeklemmt, mit Beginn des Abschwungs fällt es dann raus und in der Endstellung bin ich dann schön gestreckt. Der Vorteil ist eben, oder was bewirkt das? Mit Beginn des Abschwungs sollte das Knie eben nach vorne arbeiten, wie du siehst, und genau das ist eben der Moment, wo dann das Objekt rausfällt und dann habe ich eben die richtige Voraussetzung, wie wir es vorher besprochen haben, mich kraftvoll zu strecken und im Finish solltest du dann spüren, dass dein linkes Bein komplett gestreckt ist. Das mache ich jetzt mal auch mit Ball vor, wie das aussieht. Also im Rückschwung wird es nicht rausfallen, mit Beginn des Abschwungs fällt es dann raus und ich komme in eine schön gestreckte Endhaltung. Du konntest sehen, mit Beginn des Abschwungs sind die Körbe rausgefallen. Ich habe das linke Knie früh genug öffnen können, den Druck passend auf den linken Fuß gebracht, mich gut gedreht und diese Position dann genutzt, um mich kraftvoll zu strecken, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und sehr balanciert dann im Finish stehen zu können. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei, diese Übung und dieses Konzept selbst für deinen Schwung anzuwenden, zu implementieren. Guck dir auch gerne noch die weiteren Videos hier auf unserem Kanal an. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.